Es gibt konkrete Verdachtsmomente, die gegen den Leiter der Einwohnerkontrolle Schaffhausen vorliegen. Laut der Stadt sind bei den Tagesabrechnungen finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Sprich, der Beschuldigte könnte zum Beispiel Gebühren, die die Schaffhauser auf der Stadtverwaltung einzahlen, für sich beansprucht haben. Das ist aber nur eine Vermutung. Informationen gibt es von der Stadt Schaffhausen nur wenig. Angesichts des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde der Leiter der Einwohnerkontrolle und des Bestattungsamtes freigestellt. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung. Der Betrieb dieser Abteilungen bleibt im normalen Rahmen gewährleistet. Weitere Auskünfte gibt es von der Stadt nicht. Schaffhauser Lokalpolitiker sind überrascht, wo sie heute von der Freistellung erfahren. Sie begrüssen, dass die Stadt informiert und vor allem gehandelt hat. Ich bin als Politiker beunruhigt, was in dieser Stadt läuft, und werde auch mithelfen, um eine gute Situation zu finden, wo der ganze Ablauf kontrolliert wird und wo auch Finanzkontrolle, die wahrscheinlich auch dabei ist, dem ein gehöriges Gewicht gibt. Wir wissen ja gar nicht, was dahinter ist. Wir wissen nicht, warum. Also es gibt eine Unstimmigkeit, aber das kann vieles bedeuten und auch gar nicht. Oder gar nicht, kann man nicht gerade sagen. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn Sie die Medienmitteilung anschauen, die sagt nichts darüber aus, geht nicht ins Detail. Und von dem her hat die Stadt sicher richtig gehandelt. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft. Die prüft jetzt Verdachtsmomente gegen den freigestellten Leiter der Einwohnerkontrolle Schaffhausen.